Demos gegen Rechtsextremismus. Hunderttausende sind deutschlandweit auf die Straßen gegangen. Rund 70.000 in Hessen. Allein in Frankfurt 40.000. Römerberg überfüllt. Die Polizei muss die Demofläche erweitern. In München noch krasser. Die Demo muss abgebrochen werden. Ich finde es eigentlich schon wieder rührend, dass wir jetzt abbrechen müssen, weil das heißt, wir sind so viele Menschen und wir sind die Mehrheit. Auch in vielen Orten in Hessen sind mehr Leute gekommen als ursprünglich erwartet. Ich habe sowas in Gießen hier noch nicht erlebt. Die ganze Innenstadt ist verstopft. Das alles hat jetzt Auswirkungen für die Kundgebungen, die noch anstehen. Wie es jetzt mit den Demos weitergeht, das siehst du hier bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen. Die Stimmung am Wochenende auf den Demos friedlich, ausgelassen, aber auch ganz schön voll. Sie alle wollen ein Zeichen setzen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Und das sind mehr Leute als selbst von den Organisatoren der Demos vermutet. Rund 40.000 kommen allein in Frankfurt zusammen. Still bleiben geht nicht mehr. Wir haben schon viel zu lange gewartet. Viel zu lange. Wir können nicht weiter untätig rumsitzen und nichts tun. Demokratie verteidigen. Frankfurt gegen AfD und Rechtsruck war das Motto der Kundgebung der Frankfurter Klimaaktivisten Koala-Kollektiv auf dem Römerberg. Mit dabei Autorin und HR-Mitarbeiterin Hadija Haruna Oelker. Sie ist Teil der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Für uns ist der Hass nicht neu. Wir sehen den sogenannten Rechtsruck schon sehr lange. Und vor allem die schleichende Normalisierung der AfD, die sich seit Jahren vollzieht. Auch in Kassel ist es voll. 15.000 sind gekommen. Mit 1.000 Demonstrierenden wurde gerechnet. In Gießen ähnlich. Ursprünglich waren nur 250 Teilnehmer angemeldet. Gekommen sind mehr als 13.000. Eure Meinungen zu den Demos, die fallen gemischt aus. 35.000. Bin stolz auf euch. War super in Frankfurt. Geht mal lieber auf die Straßen und demonstriert mit den Bauern, LKW, Gastronomen, Handwerker und so weiter. Die füttern euch auch. Erstens, woher weißt du, dass die das nicht auch gemacht haben? Zweitens, welche Demo hast du denn unterstützt? In einer Demokratie genügt es aber auch einfach, wählen zu gehen. Auch in den nächsten Tagen wird es wieder Demos und Kundgebungen gegen rechts geben. Zum Beispiel in Darmstadt, in Wiesbaden, Eschwege, Michelstadt und in Heppenheim. In Darmstadt laufen die Vorbereitungen für die morgige Demo schon auf Hochtouren. Ich muss zugeben, dass es meine erste Demo ist, aber wenn irgendwann die Zeit ist, um aufzustehen, dann sollte das jetzt sein. Ich bin selbst aus einer Einwandererfamilie und deswegen betrifft mich das doch mehr, als ich anfangs dachte. Und ich habe einfach ein Gefühl, dagegen vorgehen zu müssen. Das haben wohl sehr viele und für die muss Platz gefunden werden. Die Demo wurde deshalb bereits an einen größeren Ort verlagert. Denn jetzt rechnet man in Darmstadt statt mit 1.000 Demonstrierenden mit 15.000. Wir stellen so viel Platz zur Verfügung in der Stadt, wie das notwendig ist, um diese Demonstration zu ermöglichen, weil es deutlich und wichtig ist, dass wir ein Zeichen setzen für Demokratie und für Vielfalt in unserer Stadt und in unserem Land. Und deswegen werden wir, wenn es notwendig ist, auch die gesamte Stadt sperren. Das Wochenende hat gezeigt, dass sich viele Menschen für eine vielfältige und pluralistische Gesellschaft einsetzen und stark machen. AfD-Fraktionschef Robert Lambrou sieht eine unheimliche Polarisierung der Gesellschaft. Die Menschen würden gegen die AfD aufgehetzt. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn Menschen sich gegen Extremismus aussprechen. Aber die AfD ist bürgerlich, konservativ, freiheitlich. Was wir seit Jahresanfang erleben, ist eine bösartige Rufmordkampagne gegen die AfD. Die AfD, eine Partei, die in einigen Bundesländern, in Hessen nicht, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingeordnet wird. Ministerpräsident Boris Rhein hatte heute die Sternsinger zu Besuch und äußerte sich am Rande sehr zufrieden über die vielen Demonstrationen auch in Hessen. Jedes Zeichen gegen Rechtsextremismus und auch gegen die AfD sei ein gutes Zeichen. Die AfD zu wählen löst nicht die Probleme, sondern schafft mehr Probleme. Und insoweit sind wir gut beraten, Politikerinnen und Politiker, das aufzugreifen, damit umzugehen und klare Zeichen zu setzen, eben gegen die Ansagen, die wir oftmals aus der AfD erleben.
Ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus. Das werden tausende Hessen in den kommenden Tagen widersetzen, wenn sie für die Demokratie auf die Straße gehen. Du willst noch mehr News aus Hessen? Dann lass uns gern ein Abo da.